Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute freue ich mich ganz besonders über meinen Gast Norbert Bolz. Herzlich willkommen. Warum sage ich das? Keine Ahnung. Ich freue mich einfach, mit Ihnen hier zu sprechen. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Philosoph, Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Gesellschaftskritiker, Buchautor, emeritierter Professor, leidenschaftlicher Twitterer und alter weißer Mann. Warum sage ich das? Das darf ich sagen. Ihr neuestes Buch, Der alte weiße Mann, der Sündenbock der Nation. Darüber sprechen wir heute und bestimmt auch noch ein paar andere Themen. Erstmal, wie fühlt man sich heute so als alter weißer Mann? Oder wie geht's Ihnen so? Wunderbar. Ich darf ja beobachten, was passiert, weil, wie Sie erwähnt haben, ich ja schon pensioniert bin, also nicht mehr mitten im Gefecht stehe und entsprechend das Ganze auch mit Ironie und Gelassenheit betrachten kann, worunter andere leiden müssen. Im Übrigen habe ich in den letzten Jahren bestätigt gefunden, was man sonst bei vielen Philosophen lesen konnte, dass das Alter nämlich auch gewisse Vorteile mit sich bringt. Mhm. Und die genieße ich im Augenblick. Ja, Sie schreiben, je älter man wird, desto größere Risiken kann man eingehen. Das heißt, Sie leben jetzt am Limit. Das weiß ich nicht. Das wird man müssen andere beurteilen oder ich werde es vielleicht später beurteilen können. Nein, so empfinde ich das aber auch wirklich nicht. Denn es ist im Grunde heute schon sehr, sehr viel getan, wenn man analysiert. Ich versuche eigentlich, bei Twitter gelingt es mir nicht immer, auf der Ebene des Analytischen und des Ironischen zu bleiben und nicht polemisch zu werden. Zumindest in diesem Buch habe ich das auch versucht, also primär analytisch zu arbeiten und nicht ins politische Gefecht direkt einzusteigen, weil das diese Dinge dann auch zu schnell verpuffen. Ich verbinde mit dem Buch schon ein bisschen den Anspruch, dass man es auch in 10 Jahren noch lesen kann. Und das kann natürlich nur dann der Fall sein, wenn es eine gewisse analytische Tiefe hat, die andere Bücher zu diesem Thema nicht haben. Denn das ist ja nicht das einzige Buch. Es gibt mittlerweile mehrere Frauen, die über alte weiße Männer schon geschrieben haben. Und es gibt natürlich unzählige Bücher über die Symptomatologie. Political Correctness, Cancel Culture, Wokeness und so weiter. Aber ich kenne kein einziges, das erklärt, worum es dabei eigentlich geht. Also das, wenn man so will, ein bisschen in die Tiefe bohrt. Und das ist der Anspruch. Genau, weil Sie auch alt, weiß, männlich eben als Symbole unserer Zeit hier erläutern. Mhm. Sie sprechen auch, wir fangen mal vom Anfang an, Sie sprechen ja von einem geistigen Bürgerkrieg sozusagen, was mich auch ein bisschen, ich benutze jetzt mal das Wort triggert, ja. Ich gehöre auch dazu. Ja. Sie sprechen von emotionaler Inkontinenz in diesem 21. Jahrhundert. Könnten Sie mir mal ganz kurz beschreiben, wie Sie diesen geistigen Bürgerkrieg, warum Sie es so bezeichnen? Also kultureller Bürgerkrieg heißt ja nicht, dass die Leute mit Waffen aufeinander losgehen, das Blut fließt, sondern es ist das, was man vielleicht im 19. Jahrhundert so zur Bismarckzeit Kulturkampf genannt hätte. Zwar geht es schlicht um die Deutungshoheit über zentrale Themen unseres Zusammenlebens, also unseres gesellschaftlichen Lebens, natürlich auch der Entwicklungsperspektive unserer Gesellschaft, aber auch unserer Wirtschaft, Fragen, die, wie soll man sagen, auch Erziehung und Bildung betreffen, Umgang miteinander. Kultureller Bürgerkrieg einfach deshalb, weil wir es tatsächlich mit einer geradezu manichäischen Aufspaltung unserer Gesellschaft in Gut und Böse mittlerweile zu tun haben. Also die politischen Gegner werden gar nicht mehr als politische Gegner moralisch anerkannt, sondern sie werden dämonisiert. Und ich hoffe, mir ist es von der anderen Seite her nicht auch passiert, aber das ist etwas, was man doch sehr, sehr deutlich beobachten kann. Also wie soll man sagen, die Leute, die nicht in der Regierung sind, gelten gleich als nicht wählbar. Also nicht einfach nur als Opposition, sondern sie sind gar nicht wählbar, sie sind unmöglich. Und Leute, die eine abweichende Meinung haben vom Mainstream, gelten als Querdenker, Idioten und. Weil sie trotzdem zu Wort kommen, ne? Also diese Menschen kommen ja trotzdem zu Wort. Ja, das ist natürlich eines der wichtigsten Punkte überhaupt, weil das natürlich das Hauptargument der Political Correctness ist gegen jede Kritik, indem sie nämlich sagen, ja, was wollen sie denn eigentlich? Wenn ich Glück habe, um bei mir selbst zu bleiben, könnte das sogar ein Bestseller werden. Warum denn nicht? Und dann wäre das natürlich wie bei Sarrazin so, dass man sagen würde, sie jammern ständig über den Kulturverfall und
Cancel Culture, aber sie können doch massenhaft publizieren. Ich kann jetzt in dem Fall jetzt noch nicht die Weiterungen auf mich persönlich ziehen und will es auch gar nicht. Aber nehmen wir mal den Fall Sarrazin. Ist ja eigentlich der berühmteste. Aber den nehmen Sie auch immer. Ja, das ist so Ihr Lieblingsfall, habe ich so das Gefühl. Ja, natürlich, weil er jedem bekannt ist. Also es gibt natürlich eine Fülle anderer Fälle und die gehen bis in meine erweiterte Familie hinein, dass Leute einfach kaltgestellt worden sind, die auch nur ein Minimum abgewichen sind. Das hört man dann nicht so gerne. Also Leute, die einfach nicht nur ihre Aufstiegschancen sich verbaut haben, sondern die schlicht ihre Stelle verloren haben, weil sie auch nur einen Millimeter abgewichen sind. Also ich kenne das vor allem bei Corona war das ganz massiv, dass bei Leute Corona ihre Stelle wirklich verloren absolut haben. Also aus verschiedenen Gründen, aber auch Leute, die sehr milde Kritik geäußert haben, waren weg. Also ich habe wenig Probleme mit dieser Frage, die Sie mir da gestellt haben. Wo ist denn konkret das die Schwierigkeit? Weil darüber gibt es mittlerweile massenhaft Bücher und Berichte. Ja, also nehmen Sie nur den Band The Shadow University. Das ist eine Aneinanderreihung solcher Fälle, wo Leute, wie soll man sagen, ans Ende ihrer Existenz gedrängt wurden, heraus aus ihrem Beruf sozial geächtet worden sind, nur weil sie abweichende Meinungen zu bestimmten Themen. Dazu gibt es in Deutschland mittlerweile eine Fülle von Fällen. Schuler, der früher bei der Bild-Zeitung war, hat dazu Generation Gleichritt auch ein sehr schönes phänomenologisches Buch gemacht, also Fälle aneinandergereiht und. Also das muss ich eigentlich nicht mehr tun. Nicht? Also da würde ich dann einfach sagen, wenden Sie sich an meine Kollegen, die geben Ihnen dann Tausende von Beispielen. Für mich ist der Fall Sarrazin nur aus dem Grund besonders wichtig, weil ich den ersten selbst mitvollzogen habe. Also ich bin ja als alter Mann auch noch, wenn man so will, präsent gewesen, als das alles passiert. Das liegt ja auch schon Jahrzehnte zurück. Und ich habe dann eben zweierlei beobachtet. Erstens die Ächtung von Sarrazin, und das passiert anderen eben auch, beruht nicht auf einer Auseinandersetzung mit seinen Behauptungen. Die Ächtung vollzieht sich ohne Kenntnis seiner Thesen. Also niemand hat diese Bücher gelesen. Die stehen zwar in jedem Bücherschrank, aber es liest sie gar niemand. Also die Kritiker lesen sie vor allem nicht. Die haben das gar nicht gelesen. Und der Klingbeil, der ja dann die Verhandlung geführt hat für den SPD-Ausschluss, der hat es auch zugegeben, dass er gar nicht weiß so genau, was in den Büchern drin steht. Aber das hat gar keine Rolle gespielt. Und alleine, dass man nicht mitmacht, dass man nicht mitschwimmt, genügt eigentlich schon, um an den Rand zu drängen. Und das ist ein Mechanismus, den wir doch ständig beobachten bei den kleineren Lichtern, bei den unbekannten Figuren, zu denen ich ja auch zähle. Wie soll man sagen, wird das dann nicht so spektakulär öffentlich. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das Argument, das dann gegen Sarrazin vorgebracht wurde, indem er gesagt hat, was jammern Sie denn so rum? Sie schreiben ein Bestseller nach dem anderen, Spiegel-Bestseller Nummer 1 und in dem Jahr, im nächsten, im übernächsten Jahr. Was wollen Sie noch mehr? Sie werden überall eingeladen, halten Vorträge. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Polizeischutz, heftigste persönlichste Anfeindungen, die die ganze Familie betreffen, vor allen Dingen auch seine Frau und. Also man wird zum Paria. Man lebt am Rande, am äußersten Rande der Gesellschaft. Und das ist ein gigantischer Preis, den man zahlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sarrazin ist sicher Millionär mittlerweile, klar. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Millionen, die er da auf seinem Konto hat, dass die in irgendeiner Weise das kompensieren können. Also diese Tatsache, wirklich ein Paria zu sein, ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft der Guten und der offiziellen Gesellschaft. Und das ist eigentlich der, wie soll man sagen, das Üble an dieser Frage, ja, dass sie scheinbar zu Recht darauf hinweist, dass doch Resonanz da ist, natürlich. Ja. Sie können, indem Sie gegen den Strom schwimmen, immer noch die Resonanz des Parias bekommen, ganz klar. Bei Leuten wie mir, also die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sind, passiert da gar nichts wahrscheinlich. Aber wenn Sie ein bisschen prominenter sind, etwa als Politiker oder auch als bedeutender Journalist, denen kann Ähnliches passieren, dann erleben Sie gerade dieses Sarrazin-Schicksal. Und deshalb bringe ich ihn gerne als Beispiel, weil er eine Art Paradigma geschaffen hat für dieses Problem.
Die sozialen Kosten sind sehr hoch. Das ist das, was ich dann immer formuliere. Ja, man darf sagen, was man möchte, aber mal gucken, ob man den Preis zahlen kann und ob man das auch abfedern kann. Natürlich. Absolut. Da fällt mir jetzt natürlich der aktuelle Fall, weil es jetzt die Diskussion ist, Frau Wagenknecht auch ein. Und ich weiß, dass sie auch eine kontroverse Person ist. Das ist meines Erachtens nicht illegal. Man darf auch umstrittene Dinge sagen. Sie schreiben in ihrem Buch auch, man kann sogar Dinge sagen, die geschmacklos sind. Ja, das absolut. Ist in der Meinungsfreiheit auch gedeckt. Was ich jetzt in ihrem Fall natürlich nicht so sehe, aber auch sie hat auch einiges zu tragen für die Dinge, die sie sagt. Würden Sie das ähnlich sehen oder sehen Sie da andere Mechanismen, die da am Werk sind? Ich kann den Fall Mark Wagenknecht nicht gut beurteilen. Ich habe mich nie für sie interessiert, fand das immer, ja, wie soll man sagen. Weil sie eine Linke ist? Nein, das fand ich irgendwie intellektuell unter Niveau. Ich kann einfach nicht verstehen, dass man heutzutage noch in irgendeiner Weise an den sozialistischen Traditionen festhält oder gar nicht. Es gibt da sogar noch eine kommunistische Plattform und solche Sachen. Ich kann das nur als lächerlich und als kindisch empfinden. Und deshalb kann ich Ihnen nichts sagen über Die Linke, also die Partei Die Linke, da gehören auch alle anderen zusammen, dass man sich überhaupt noch daran orientiert. Also dass es Leute gibt, die da drinnen sind, die da mitarbeiten, obwohl sie vielleicht nicht alte Männer der DDR-Zeit sind, ist mir unnachvollziehbar. Ich kann es nur als eine Art Ressentimentbewegung oder begreifen. Ewig gestrig. Ähnlich wie die AfD. Mhm. Ja, also für mich gibt es keinen Unterschied zwischen AfD und Linken. Das sind Ressentimentgruppen. Die Wagenknecht mag die intelligenteste von ihnen sein, vielleicht auch rhetorisch die geschickteste. Ehrlich gesagt konnte ich das nie ernst nehmen. Und deshalb bin ich auch inkompetent in diesem Fall, weil ich nie hingehört oder zugehört oder gar gelesen habe, was sie gesagt oder geschrieben hat. Das interessiert mich a priori nicht, könnte man sagen. Ich bemerke natürlich, was jetzt passiert mit ihr, aber da sie ja nun Politikerin ist und zwar lange Zeit ja hervorgehoben, die Linke wird ja mit Samthandschuhen behandelt, um es mal vorsichtig auszudrücken, bei uns in Deutschland. Und sie war ja an der Spitze der Partei der Linken und über Lafontaine ja dann auch noch, wenn man so will, eine Art Galionsfigur der Linken insgesamt in Deutschland. Also das ist jetzt ein anderer Fall, würde ich sagen, nicht? Denn sie war, wenn man so will, von vornherein ein Extremum. Und dass sie jetzt offensichtlich da zu einer Art Attraktor wird, für unendlich viele Leute, die die Nase voll haben, oder ja, also um mal so einen Ressentiment-Ausdruck zu benutzen, finde ich nicht überraschend. Und das angesichts des Ukraine-Kriegs, wo man sowieso Farbe bekennen muss, also sich bekennen muss, bist du dafür für Waffenlieferung oder dagegen, bist du ein guter oder ein böser Mensch, ist sie jetzt natürlich auf die Seite der bösen Menschen. Aber genau da sieht man ja auch wieder diese Dichotomie, also ja, dieses natürlich. Gut, Böse. Natürlich. Wenn man nur irgendetwas in Richtung sagt, ja, der Krieg hat ja ganz leise 2014 begonnen, dann ist man ja schon raus. Absolut, aus diesem. Absolut. Und das ist ja interessant, weil es ja faktisch auch wahr ist. Ja, da gibt es auch Berichte auch vom Öffentlich-Rechtlichen darüber. Das ist ja nichts, was ich jetzt an dieser Stelle erfinde. Aber es ist schon ein interessanter Mechanismus, wie man sofort so außen vor ist. Ja, war das immer so? Jetzt will ich auf Ihre Erfahrung zurückgreifen. War das schon immer so? Ja. Ich meine, es drängt sich natürlich sofort die Parallele 68 auf. Das ist ja vollkommen klar. Die habe ich ja auch als Zaungast noch ganz gut erlebt. Ich bin da ja so auch nach Berlin gekommen, also dann mitten rein. Und natürlich gibt es viele Parallelen, ja, was Fanatismus betrifft, was aufgeheizte Stimmung betrifft, Protestbereitschaft und so weiter. Aber der große Unterschied, den ich sehe zwischen dem, sagen wir mal verkürzt, was heute unter Wokeness läuft, und auf der anderen Seite den 68ern, ist, dass die 68er zwar auch fanatisch waren, und ich hatte in der Zeit, wie fast alle Leute, die durch die Gymnasien gegangen sind, ähnliche fanatische Vorstellungen. Kann das also auch von innen ganz gut beurteilen, glaube ich. Aber der Unterschied war der, die Studentenbewegung hatte sich noch gruppiert um Leute, die was im Kopf hatten. Was sie im Kopf hatten, war zwar zum Teil borniert und auch ein bisschen 19. Jahrhundert mit dem Marxismus, aber die konnten wenigstens denken und argumentieren.
Und das haben sie getan. Also selbst Leute wie Dutschke, der war nicht nur rhetorisch brillant, sondern er konnte argumentieren. Er hat wirklich Marx gelesen oder Georg Lukács, und es gab tolle Typen wie Kral in Frankfurt und sowas. Kurzum, man konnte sich wenigstens intellektuell mit ihnen identifizieren und man konnte sich intellektuell mit ihnen auseinandersetzen. Und das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Also es ist intellektuell eine Katastrophe, die gesamte Situation. Also es gibt überhaupt niemanden mehr, der irgendwie satisfaktionsfähig wäre auf der Linken. Keinen einzigen. Jedenfalls von den lauten Linken. Ja, es mag ja im Untergrund noch klassische Linke geben, was weiß ich, 5, 6 Namen würden mir vielleicht noch einfallen. Aber das, was sich so laut artikuliert und sich links nennt, Vogue oder wie auch immer, ist intellektuell null. Null. Absolut. Da ist gar nichts dahinter. Und was natürlich auch ausschließt, dass man mit ihnen in Diskussionen tritt. Genau, das findet ja einfach nicht statt, was ich auch sehr bedauere, weil ich denke, es wäre ja interessant, bestimmte Thesen mal zu prüfen. Ja, wenn es was zu sagen gäbe. Ja, ja, ich denke, die haben ja schon einiges zu sagen. Was denn? Das würde mich interessieren. Ja, mich auch. Ich würde mich Ich vermute es ja mal. Man hört ja immer wieder darüber, die woken Aktivisten lassen sich ja auch schwer, sage ich mal, ganz konkret definieren, würde ich jetzt auch mal behaupten. Oder haben Sie da irgendwie, wo man die wirklich verorten kann? Naja, ich habe ja schon versucht, so eine Art Diagnose der Wokeness zu geben in dem Buch. Sie haben die ja auch als Taliban der Postmoderne bezeichnet? Das auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das ist auch nicht untertrieben. Das ist, glaube ich, auch ihr Selbstverständnis. Ja, also alle Statuen stürzen buchstäblich, die Statuen herunterreißen, die überall vielleicht noch stehen, die erinnern an die großen alten weißen Männer, die die europäische und abendländische Kultur produziert haben. Das ist ja, glaube ich, jetzt keine bösartige Unterstellung. Das wollen sie ja wirklich und sie tun es ja. Also sie reißen ja buchstäblich auch die ganzen Denkmäler runter und wollen die Straßennamen natürlich verändern und. Also das ist reiner Taliban, man kann es nicht anders beschreiben. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man zu der Wokeness-Kultur generell sagen kann. Und damit ist sie meines Erachtens auch ausreichend analysiert. Das ist zum einen diese emotionale Inkontinenz, die Sie ja schon zitiert haben. Und die entsteht durch eine systematische Abschottung gegenüber der Realität. Das ist etwas, was ich an einigen Stellen versuche auch zu erklären und zu beschreiben. Wir haben immer mehr Menschen, die ohne Realitätskontakt alt werden. Sie sind erst im Kindergarten oder wie heißt das heute, Kita oder sowas. Dann gehen sie in die Schule. In beiden Anstalten werden sie dauerbetreut von, meines Erachtens, genau der rot-grünen Ideologie, die mittlerweile auch an der Regierung ist. Sie gehen dann in die Universität, kommen mittlerweile dort schon unmittelbar in die Political Correctness, Cancel Culture und hinein, finden da ihre Safe Spaces, das heißt ja auf Deutsch nichts anderes. Wir garantieren dir genug Platz, damit du niemals mit der Wirklichkeit konfrontiert werden musst. Und sie treten dann gewissermaßen aus der Universität in eine entweder Parteikarriere ein oder gehen gleich nach Brüssel oder irgendwo in eine Regierungsinstitution oder irgendeine Akademie. Das heißt, sie werden niemals konfrontiert mit der Realität. Zum großen Teil gründen sie auch gar keine Familien mehr. Das würde sie nämlich auch realitätstüchtig und vernünftig machen. Und sie gehen auch keinem normalen Beruf mehr nach, sondern sie gehen dann etwa in den Journalismus oder in die Politik. Und das garantiert dann die unendlich geschlossene Blase. Ja, also man braucht da nie wieder raus, weil es ja genug davon gibt und es gibt immer mehr davon, sodass sich also da auch eine Parallelwelt bildet. Und das Zweite ist, in diese Blase ohne Realitätskontakt werden jetzt Themen injiziert, ja, gewissermaßen durch die Membran hindurch injiziert. Und das sind Themen, die, wie soll man sagen, aus der Weltgeschichte heranzitiert werden und die mit unserer Wirklichkeit nur noch sehr, sehr wenig zu tun haben. Rassismus, Kampf gegen Rechts, also Kampf gegen die Nazis bei uns, Antikolonialismus. Und der Witz ist, noch nie
spielten die Nazis in unserer Geschichte eine so geringe Rolle wie heute. Noch nie war der Rassismus so gering wie heute in der ganzen westlichen Welt. Und natürlich auch noch nie spielte der Kolonialismus eine so geringe Rolle in unserer Welt wie heute. Das heißt, das ist typisch und passend zu der Realitätsferne dieser Leute, das Prinzessin-auf-der-Erbse-Syndrom. Ja? Also gerade deshalb, weil all diese Dinge noch nie so bedeutungslos waren wie heute, werden sie aufgeblasen als Weltprobleme. Und damit beschäftigen sie sich von Tag aus, Tag ein in dieser Blase, als müsste man ständig gegen Hitler kämpfen, als müsste man ständig, die Rassentrennung in den USA bekämpfen und mit Martin Luther King auf die Straße gehen und als müsste man ständig den Franzosen, Belgiern und Engländern klar machen, dass sie endlich mit Sklavenhandel aufhören und ihre Kolonien wieder zurückgeben an die indigene Bevölkerung. Das liegt alles Ewigkeiten zurück. Ich will nicht sagen, das gäbe es in geringer Dosis nicht immer noch. Es gibt immer noch Wahnsinnige, die man vielleicht als Neonazis bezeichnen könnte, bei uns in Deutschland, anderswo auch. Es gibt immer noch rassistische Ausfälle, überall in der Welt übrigens, außerhalb Europas und Amerikas viel, viel mehr als bei uns. Und es mag auch immer noch Kolonialismus geben, auch wahrscheinlich außerhalb der westlichen Welt sehr viel mehr. Die Chinesen beispielsweise, würde ich sagen, sind extrem kolonialistisch. Aber kurzum, es geht um was ganz anderes. Das heißt, es wird über Themen geredet, als seien es die Weltprobleme schlechthin, obwohl diese Themen noch nie so bedeutungslos waren wie heute. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Wokeness ist die Nostalgie nach den Ungerechtigkeiten der Vergangenheit. Genau. Ja, das habe ich jetzt genau mal zusammengefasst, dass ich genau dieses Zitat hier habe. Und ich würde da vielleicht entgegnen, dass es nicht darum geht, oder vielleicht geht es bestimmten Extremen so, ja, würde ich Ihnen zustimmen. Und ich stimme Ihnen auch zu, dass wir noch nie in einer so, in einer so gerechten Welt gelebt haben wie jetzt. Das ist wahr. Das ist einfach wirklich faktisch korrekt. Ja, so. Ja. Aber ich würde behaupten, dass es auch darum geht, die Geschichte quasi zu erweitern. Weil ich habe zum Beispiel ein paar Jahre in Amerika gewohnt, habe dort auch dem Unterricht beigewohnt. Und dort hat man halt ein sehr extrem einseitiges Bild der amerikanischen Geschichte gelehrt bekommen. So, jetzt hat es natürlich wieder so ein anderes Extrem bekommen. Da würde ich auch sagen, das ist auch wieder übertrieben, wie es jetzt gemacht wird. Also irgendwie haben die Amerikaner offenbar ein Problem mit der goldenen Mitte. Aber ich würde sagen, dass es wie so ein Pendel ist. Ja, wir hatten dieses eine Extrem, America number one ist das Tollste, wir haben nie was Falsches gemacht. Und dann auf der anderen Seite, oh, Amerika ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, das rassistischste Land. So, und jetzt schwingt das Pendel natürlich in diese Richtung. Und natürlich meine Hoffnung ist, okay, wir pendeln uns irgendwie mal ein. Das heißt, ich habe so die Idee, dass diese Extremaktivisten einfach auf bestimmte Ungerechtigkeiten aufmerksam machen wollen. Und ich würde auch sagen, dass der Kolonialismus durchaus Auswirkungen hat auf die Welt heute. Ja, ob die jetzt, Gott sei Dank. Also Sie sagen, das ist was Gott Positives. Sei Dank. Alles. Ich meine, der Kolonialismus, das ist natürlich etwas, was man heute auch nicht diskutieren darf oder kann. Der Kolonialismus hat natürlich auch, und das ist heute tabu, das Thema, dieses Moment der christlichen Missionierung spielt eine ganz wesentliche Rolle und vor allen Dingen auch dieses Selbstverständnis. Sie müssen nur noch mal Joseph Conrad lesen, da wird das wunderbar klar. Und zwar sehr kritisch auch deutlich bei Joseph Conrad, aber der macht dieses Selbstverständnis der Kolonialisten wunderbar klar. Wir transportieren unter Einsatz unseres Lebens und größter Risiken, denn das war nicht so ohne den Fluss im Kongo da hinaufzufahren im 19. Jahrhundert, wir transportieren die wissenschaftlich, technisch, medizinischen Fortschritte, die wir im Westen gemacht haben, in den schwarzen Kontinent. Also in das. Warum wollten die das, ist doch die Frage. Ja, das ist allerdings eben gerade die spannende Frage. Da müsste man allerdings sagen, was wäre die Alternative? Das wäre eine interessante Diskussion, aber das ist eine Diskussion, die Sie heute auch nicht führen können, nämlich, lass sie doch in Ruhe, die sollen machen, was sie wollen. Genau. Das will man ja aber gerade nicht. Nehmen Sie etwa jetzt die feministische Außenpolitik von Frau Baerbock. Das ist nichts anderes als humanitärer Interventionismus. Nicht? Eingreifen überall da, wo es den Leuten dreckig geht. Und wie dreckig würde es den Leuten gehen, wenn es keine Möglichkeiten gäbe, einfachste Hilfsmittel zu benutzen, technischer Art, medizinische Möglichkeiten der... ich meine, die würden
vielleicht nicht mehr leben wie im, man kann noch nicht mal sagen, wie im 14. Jahrhundert. Das ist schwer zu beurteilen, was wäre passiert, wenn die kolonialistischen Strukturen sich nicht ausgebreitet hätten. Das ist rein spekulativ. Aber es geht ja nur um das Selbstverständnis der Kolonisatoren. Die sind ja nicht hingekommen, um zu sagen, so wird es heute dargestellt, gebt uns alles euer Elfenbein, dann könnt ihr weiter verrotten. Sondern die sind ja als, auch die christlichen Missionare, also die religiösen Gestalten, die sind da hingegangen. Sie kennen ja alle den lustigen Cartoon, dass man den katholischen Missionar sieht, wie er geröstet wird in irgendeinem, also über dem Feuer geröstet wird von den Einheimischen. Auch sehr politisch inkorrekt wahrscheinlich. Ja. Aber das, ich meine, das gehört mit, wenn man über Kolonialismus redet. Eine ganz andere Sache. Und denken Sie an Sklaverei, also der Hintergrund für die Rassismusdiskussion in Amerika. Natürlich gibt es keinen einzigen halbwegs normalen Menschen, der Sklaverei heute noch positiv vertreten würde, offiziell vertreten würde. Noch nicht mal die Chinesen oder wer auch immer würde sowas machen. Nein, aber der Witz ist, diejenigen, die damals Sklaverei betrieben haben, das waren diejenigen, die aus einer Entwicklung, kulturellen Entwicklung herauskam, von denen es das Selbstverständlichste von der Welt war, dass es Polisbewohner gab und Sklaven, die gearbeitet haben. Nicht das berühmte antike Griechenland wäre undenkbar gewesen ohne Sklaverei. Nietzsche war noch so wahnsinnig, dann zu sagen, wenn wir eine große Kultur haben wollen, brauchen wir auch wieder Sklaven. Soweit ist nach Nietzsche oder auch vor Nietzsche niemand mehr gegangen. Aber man muss sich das auch klar machen. Die Leute, die in Amerika damals gegen den Süden gekämpft haben und die großen Präsidenten Amerikas hatten selber Sklaven. Ja? Also das war so selbstverständlich wie nichts anderes. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Alles das, was jetzt so großspurig diskutiert wird, Antikolonialismus, Antirassismus, natürlich auch Kampf gegen die Nazis und vor allen Dingen natürlich auch Feminismus, das sind Produkte der westlichen Welt. Denn gerade die westliche und nur die westliche Kultur hat diese Disziplin der Selbstkritik entwickelt. Es gibt keine andere Kultur auf der Welt, in deren Zentrum so sehr Möglichkeiten der Selbstkritik verankert waren wie die westliche. Das heißt, all das, was jetzt gegen den Westen mobilisiert wird, ist vom Westen selber entwickelt. Und das können Sie bis in die Filiation der Texte, die da gelesen werden oder verteilt werden, verfolgen. Das sind alles Texte alter weißer Männer von westlichen Universitäten, Sartre, Marcuse, was auch immer, oder Franz Fanon, der dann natürlich in westlichen Universitäten ausgebildet wurde, so wie auch der große Vorkämpfer des islamistischen Sidecute, hat auch natürlich an mehreren westlichen Universitäten jahrelang studiert. Das heißt, alles das, diese ganze Bewegung, kommt aus dem Westen. Der Westen kämpft gegen sich selbst. Das ist das, was ich auch versucht habe, hier zu schildern. Mhm. Aber würden Sie nicht sagen, dass ein Ansatz, der zu begreifen wäre, auch wäre, dass man einfach die Geschichte quasi erweitern möchte? Also, dass man einfach Dinge, die man vielleicht vorher ignoriert hat, nehmen wir den Kolonialismus. Ja. Und ich stimme Ihnen ja auch zu, nie war irgendwie immer alles schlecht oder immer alles gut. Es ist einfach die Geschichte, ja. Es ist immer alles dabei. Und der Ansatz, den ich begreifen kann, ist, ja, da sind auch schlimme Dinge passiert, ja, die Folgen haben, ja, ja, und die gehören auch besprochen oder auch unterrichtet. Sehr guter Punkt. Aber das ist ja eben auch, also es gehört sehr, auch sehr, dazu. Sehr guter Punkt. Da muss ich Ihnen jetzt wirklich widersprechen. Okay. Und ich würde sagen, diese Position wäre unsinnig, wenn sie ernst gemeint wäre, denn es gibt kaum ein Thema, über das mehr historisch und soziologisch gearbeitet wurde, als eben Rassismus, Kolonialismus, Nazis. Sie müssen doch nur an eine normale deutsche Schule gehen. Es gibt, wenn der Geschichtsunterricht besteht, würde ich sagen, zu 80% aus Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und dann vielleicht noch 10% Antike und 10% Moderne oder Französische Revolution wahrscheinlich und vielleicht ein bisschen Vergangenheit. Nirgendwo wird so sehr über Ursprünge, Folgen und Traumata des Narzissmus diskutiert, wie bei uns in der westlichen Welt und vor allen Dingen in Deutschland. Sie können ganze Bibliotheken finden der kritischen Aufarbeitung des amerikanischen Rassismus. Sie können
unendlich viele Bibliotheken füllen mit Büchern über den Kolonialismus der Engländer, der Franzosen. Die Geschichte Englands, also des großen Empire, ist fast identisch mit der Geschichte des Kolonialismus. Und die Engländer werden, ich meine, die können nicht so blöd sein, dass irgendwie unter den Teppich zu kehren, haben sie auch niemals versucht, sondern das gehört mit zum stolzen Selbstverständnis der westlichen Kultur, dass sie sich selbst die Leviten liest. Und das tut sie seit Jahrhunderten schon. Der andere Punkt, den Sie vielleicht mitmeinen, das ist ein Punkt, den man auch ernsthaft diskutieren müsste und der vielleicht auch unsinnig ist. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Eine meiner Töchter hat klassische Archäologie studiert. Übrigens auch ein bisschen mit meiner Unterstützung, also dass sie sich dazu entschieden hat, weil ich ihr gesagt habe, hör mal, du studierst jetzt schon zu einer Zeit, wo diese ganzen Verrückten auch auf den Lehrstühlen sitzen mit ihrer Wokeness und Political Correctness. Am besten du studierst ein Fach, das immun ist gegen diesen Schwachsinn. Und da hätte ich gedacht, klassische Archäologie, da kann man eigentlich nicht sehr viel kaputt machen. Weit gefehlt. Was sie gleich im ersten Semester gelernt hat, ist die These, Rom wird überschätzt. Also dieser Blick auf die Antike von Rom aus oder Athen genauso, ja, Athen und Rom werden überschätzt. Wir sollten uns mehr um die Kultur der Lateiner kümmern, ja, und entsprechend natürlich auch die Monumente und so weiter der Römer. Das ist, sollte wir in den Hintergrund rücken. Wir gucken auf die kleinen Bevölkerungsgruppen, die von den Römern unterdrückt worden sind. Kann man natürlich machen, ist auch immer schon gemacht worden. Aber jetzt zu sagen, das ist jetzt plötzlich klassische Archäologie oder das ist überhaupt Archäologie oder das ist Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, halte ich für einigermaßen verrückt. Also Sie meinen quasi, dass sich die Standards verändern. Also die Bewertung, ja. Und was wir sehen. Ja, ich würde auch zustimmen, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo alles ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Und Sie schreiben ja auch davon, dass das Abnormale wird normalisiert. Ja, genau. Ja, ja. Und dass wir uns mitten im Krieg der Hysteriker gegen das Normale befinden. Ja. Ja, da wollte ich mal Sie fragen, was ist denn normal? Ja, vielleicht auch zu den beiden Elementen. Normalisierung des Pathologischen und Pathologisierung des Normalen. Ich habe an einer Stelle auch unterstrichen, dass ich eigentlich ganz gut klarkomme mit der Normalisierung des Pathologischen. Das kann man akzeptieren. Also gerade als Berliner wird man da geradezu geschult. Also die verrücktesten Leute laufen hier rum, schreien herum, inszenieren sich. So what, das nimmt man hin. Man muss ja nicht unbedingt an bestimmte Orte in Berlin gehen. Ich bleib dann in Zehlendorf oder fahre mit dem Fahrrad dran vorbei. So what, das kann man alles hinnehmen. Umgekehrt wird's problematisch. Wenn nämlich diese Normalisierung des Pathologischen einhergeht mit der Pathologisierung des Normalen. Und mit Normal, unter Normal würde ich ganz einfach das verstehen, was vor 20 Jahren jeder für normal gehalten hätte. Also so bei allen möglichen Fragen, ja, also Fragen des Familienlebens, Fragen des Geschlechts und ähnliches mehr. Also es scheint mir nicht nachvollziehbar zu sein, dass die Vernunft in der Geschichte sich dadurch meldet, dass das, was alle Leute oder fast alle Leute bis vor 20 Jahren für normal gehalten haben oder für sinnvoll gehalten haben, heute für pathologisch erklärt wird. Also das kann mir niemand einreden. Das wäre ein Quantensprung der Menschenvernunft, der aus irgendwelchen Gründen stattgefunden hat, die nicht nachvollziehbar sind. Sondern ich würde eher sagen, es ist so, dass es nach wie vor natürlich die Majorität der Normalen gibt, die auch normale Standards und normale Maßstäbe haben, dass die sich aber nicht mehr artikulieren wollen, warum auch immer, und dass die anderen eben die Lautsprecher haben. Sie haben die Mikrofone und erzeugen den Eindruck einer neuen Normalität. Oder eben die Intelligenteren sagen, es gibt keine Differenz mehr zwischen normal und pathologisch. Das war schon der Sündenfall, dass man überhaupt irgendetwas als pathologisch bezeichnet hat. Das hat dann beispielsweise die unmittelbare Konsequenz, es gibt keine Neurosen, es gibt auch keine Psychosen, es gibt überhaupt keine Krankheitsbilder mehr. Ja, alles und zugleich ist haben okay. Wir aber mehr Krankheitsbilder. Wie bitte? Zugleich haben wir ja auch mehr Krankheitsbilder. Ja. Also Sie sagen, es gibt keine und zugleich gibt es ja mehr ADS, nehmen wir mal Depressionen und so weiter. Und ich will das jetzt auch gar nicht kleinreden. Mhm. Ja. Ich packe auch schon immer die Disclaimer überall hin. Ja. Aber man möchte alles normalisieren und zeitgleich
haben alle irgendwelche Krankheitsbilder. Ja, ja, also das ist ja auch irgendwie eine eigenartige Entwicklung. Ja. Ich möchte noch mal über dieses Normale sprechen. Mhm, ja. Sie haben es ja schon angedeutet, in Berlin wird man geschult, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich würde auch sagen, dass es weitestgehend funktioniert, ja, aus meiner Sicht. Ja, weil Geld reingepumpt wird. Ja, darf man nicht vergessen. Ich bin ja schon als Student nach Berlin gekommen und ich habe das immer genossen. Man muss in Berlin eigentlich nichts tun. Trotzdem ist immer Geld da. Super. Also es ist damals war es noch die Insel, ist ja klar. Ich, alter Mann, es war ja noch die eingekesselte, das eingekesselte West-Berlin. Um das zu retten als Insel der Freiheit, hat man von allen Ecken und Enden Geld reingepumpt. Nicht, also ich will nicht sagen, niemand hat gearbeitet in Berlin. Es gab auch in Siemensstadt noch ein paar Leute, die gearbeitet haben. Aber das Tolle an Berlin war einfach nicht nur keine Sperrstunde, sondern auch keine Notwendigkeit, irgendetwas zu leisten. Und das ist auch heute noch, es ist nicht mehr so stark wie damals, aber das ist auch heute noch der Reiz von Berlin. Ja? Das Hedonistische. Also, das saugt auch die Leute an. Auf jeden Fall. Auch die Dümmsten spüren das. Ja? Wenn ich nach Berlin komme, irgendwie, da geht immer was, da läuft immer was, auch wenn ich nichts tue, also auch wenn ich faulenze oder einfach nur Spaß habe. Und das sollte man bei der Beurteilung Berlins auch ein bisschen im Auge behalten. Ne? Also kein anderes Land, Bundesland lebt so sehr vom Länderfinanzausgleich wie Berlin. Und man könnte sagen, Deutschland leistet sich Berlin. Ja? Und entsprechend gut kann man dann hier auch und bunt und lustig leben. Trotzdem haben Sie natürlich recht, Berlin ist von allen deutschen Städten diejenige, die am meisten anderen Metropolen in ihrer Buntheit ähnlich ist. Ja, also das, was man in Amerika in einigen Metropolen... In Brooklyn zum Beispiel, auf jeden Fall. Ja, also wurde mir schon oft bestätigt, dass es genau gleich ist. Das gibt es wirklich nur in Berlin. Und insofern bin ich, Sie merken ja, ich gefalle mir selbst als Beobachter, also ich bin auch froh über diese Beobachtungssituation, in der ich bin, dass ich so nah an dem bin in Berlin, was wahrscheinlich à la longue, so sich ganz in Deutschland verbreiten wird. Mhm. Zu diesem Thema Normalität. Ich habe mir hier eine Passage markiert und die würde ich gerne mal vorlesen und dann nochmal darüber sprechen. Ne? Mhm. Sie haben geschrieben, der Normalisierung des Pathologischen entspricht übrigens eine Entmoralisierung früher geächteter Verhaltensweisen. Mhm. So sind praktizierte Homosexualität, die früher ein Straftatbestand war, und Scheidung, die früher ein Grund für Scham und Peinlichkeit war, heute souveräne Lebensentscheidungen. Also völlig entmoralisiert. Mhm. Wie meinen Sie das? Ich hätte da ja auch gesagt, man kann ja auch Dinge auch als normal bewerten, nehmen wir mal Homosexualität, ja, die können ja auch einfach normal sein. Also ich meine, es ist ja nicht rechtens, außer Sie widersprechen mir, können Sie gerne machen, dass Homosexualität mal ein Straftatbestand war. Also aus meiner Sicht ist das nicht rechtens. Nein, es war aber recht. Genau, es war recht, aber das heißt ja nicht, dass es richtig war. Nein, also nur, das ist ohnehin immer was ganz anderes. Recht und richtig hat oft gar nichts miteinander zu tun. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass es gut ist, dass es jetzt nicht mehr strafbar ist, dass dann die Sexualität nicht mehr strafbar ist. Sehe ich selbstverständlich auch. Genau, aber Sie schreiben ja dann von einer Entmoralisierung und nennen dieses Beispiel. Also warum haben Sie das gemacht? Ja, es war ja moralisiert. Nicht? Also das war sogar streng moralisiert, das war sogar mit religiösen Sanktionen behaftet. Auch die Scheidung übrigens war extrem moralisiert und religiös sanktioniert. In beiden Fällen würden die meisten Menschen heute sagen, zu denen ich mich natürlich auch rechne, Gott sei Dank ist das nicht mehr so, Gott sei Dank sehen wir das heute anders. Also da hat ein Prozess der Entmoralisierung stattgefunden. Aber das ist ja auch immer so, dass Normen, die letztlich hinter dem Normalen stehen, dass die mit moralischen Sanktionen bewährt sind. Ja, also man kann wahrscheinlich kein gesellschaftliches Leben führen ohne moralisches Urteil. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja? Man amoralisch leben kann man als Einzelner vielleicht, aber nicht in einer Gesellschaft. Und die moralischen Sanktionen, die hinter Normen stehen, die sind letztlich auch wirksam bei dem nicht reflektierten
Umgang mit Normalitäten oder Abnormalitäten. Aber zeigt uns das nicht auch, wie willkürlich Moral sein kann oder wie flatterhaft? Das glaube ich dann wiederum nicht. Aber in diesem Fall, das sind ja beides, sagen wir mal, Scheidung, Homosexualität. Aber nach wie vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten, ja, der Ächtung, also die Ächtung von Homosexualität können Sie bis in die Bibel zurückverfolgen. Aber es gab ja trotzdem Kulturen, und da bin ich jetzt natürlich jetzt nicht so versiert wie Sie wahrscheinlich, aber es gab ja auch Kulturen, da hat der ältere Herr hatte seinen Jungen gespielt. Das kennt man aus dem Griechischen, aus dem Römischen, ich weiß es nicht so genau. Man muss, Sie können gerne Beispiele bringen, falls Ihnen noch ein anderes einfällt, mir nicht. Das ist die berühmte Päderastie der griechischen Antike, über die nach meinem Wissen Gräzisten, also Leute, die sich ihr Leben lang mit der Antike Griechenland beschäftigen, sagen, das sei ein ungelöstes Rätsel. Also ich glaube, niemand kann Ihnen heute sagen, ich hatte leider verstorben einen sehr, sehr guten Freund, der da einen Schwerpunkt seines Interesses drauf hatte. Und auch der konnte nie irgendetwas dazu sagen, wie kann man sich das vorstellen, wie sich dieses Verhältnis der weise Mann, ja, der Sokrates mit seinem jungen, athletischen, hübschen Jugendlichen, der sein Schüler ist oder wie auch immer, wie kann man sich dieses Verhältnis vorstellen? Also das hat, offenbar ist das ein Exzeptionalismus der griechischen Antike gewesen. Aber wenn Sie so in der europäischen Geschichte gucken, fiel mir kein Gegenbeispiel ein. Also strengste religiöse und moralische Sanktionierung sowohl der Homosexualität als auch der Scheidung. Und also denken Sie an die katholische Kirche, die hat heute noch Probleme damit. Also das nur als Widerspruch zu Flatterhaftigkeit der Moral. Ja? Also das zieht sich über Jahrhunderte durch. Und das macht eben auch Normalität aus. Ja? Normalität bedeutet, dass ich in meinem moralischen Urteil nicht erst reflektieren muss. Dass ich keinen Ethikrat interviewen muss, um zu wissen, was ist richtig und was ist falsch, was ist moralisch und was ist unmoralisch. Aber dass ich Moral verändern kann, sieht man ja an diesem Beispiel. Das ist wahr. Natürlich. Und ich meine, Sie schreiben zum Deshalb ist das ja auch spektakulär und ich habe es als Beispiel gebracht. Mhm. Ja. Mhm. Sie schreiben auch, wer nach Moral ruft, will sich das Denken ersparen. Mhm. Und da habe ich mir, also was ich die ganze Zeit hier auch immer durchlese, ist, Sie haben ja auch eine bestimmte Moralvorstellung. Ich hoffe es doch. Genau, und jetzt kommt halt eine neue Moralvorstellung. Mhm. Ne? Es ist amoralisch, Fleisch zu essen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Mhm. Das ist nicht ganz so politisch, das ist ganz so aufgeladen. Mhm. Und das ist ja auch, es ist einfach eine andere Moral, mit der Sie jetzt nicht übereinstimmen, richtig? Aber ich habe damit auch keine Probleme. Wer kein Fleisch essen soll, soll es lassen. Ja, genau. Aber bei einer Moral geht es ja darum, die gesellschaftlichen Werte. Nein, es geht darum, dass die kein Fleisch essen wollen, es nicht dabei belassen, sondern mich gerne dazu bringen, zwingen wollen, auch keins zu essen. Aber früher, okay, ich muss mal versuchen, dieses Argument hier jetzt rauszuarbeiten, aber früher war es ja so, okay, meine Moral ist, dass Homosexuelle kein Paar sein dürfen, aber wenn sie es jetzt machen, dann sollen sie es machen. Das hat ja auch keiner gedacht, das wurde ja auch geächtet. Hm. Die wurden ja sogar ins Gefängnis gestellt. Ja, eben. Natürlich. Genau. Das heißt, heute hat man dann die Moral, Fleisch essen ist amoralisch, okay, aber man kommt wenigstens dafür nicht ins Gefängnis oder sowas. Also darauf könnte ich mich verlassen, hoffentlich. Ja, aber ich glaube, mir geht es nur darum, dass dieses Thema Moral an sich ein bisschen schwierig ist, weil es auch einschränken kann. Nein. Im Grunde ist es gar nicht schwierig, wenn wir es genauso anpacken, dass wir einerseits sagen, Moral versteht sich von selbst und das ist der Begriff Normalität. Und auf der anderen Seite sagen, wir sollten bestimmte Bereiche unseres gesellschaftlichen Funktionierens nicht mit Moral belasten. Und der Satz, den Sie zitiert haben, ohne dass ich jetzt die Seite angeben könnte, wo er steht, steht sicherlich im Zusammenhang mit politischen Forderungen. Und das ist die These, die ich meine. Wenn es um eine politische Diskussion geht, also um eine politische Auseinandersetzung, dann ist Moral nur dazu gut, Argumente zu zerstören. Also Argumente gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also nicht zu argumentieren, sondern eben mit dem Hammer der Moral, mit der Moralkeule zuzuschlagen. Und mit diesem Tandem Sentimentalität und Moralisierung zerstört man jede politische Kultur. Das ist eigentlich der Hintergrund meiner Überlegungen. Und das ist meines Erachtens der Stand der Dinge. Ja, alle großen politischen Themen heute werden mit diesem Tandem gefahren. Ja, Sentimentalität und Moralisierung. Und deshalb
gibt es keine Chance auf eine rationale Diskussion. Mhm. Gut, das stimmt. Ich bin mir fast sicher, dass Sie das in diesem Kontext auch geschrieben haben. Also danke nochmal dann auch hier für diese Klarstellung. Ich würde trotzdem nochmal gerne über dieses Thema Werte und auch Moral sprechen. Mhm. Und Sie machen ja auch ganz klar, Sie haben ja auch ein Wertegerüst, auch ein moralisches Gerüst, natürlich, wie Sie die Welt sehen. Und mir kam es so vor, dass Sie eigentlich nur die Welt zurückhaben wollen, die Ihren Werte- und Moralvorstellungen entspricht, so wie Sie groß geworden sind. Ja, der alte weiße Mann. Ja, und dass Sie jetzt mit dieser Veränderung, wie sie sich vollzieht, einfach nicht mehr ganz klarkommen irgendwie. Das wäre sicher die ideale Rezension meines Buches in der Taz beispielsweise oder sowas. Okay. Aber auf jeden Fall kann nicht stimmen, der Teil ihrer These, dass ich die Moral der Zeit zurückhaben möchte, in der ich aufgewachsen bin. Die hat mich außerordentlich gequält und belastet. Also die 50er Jahre, so alt bin ich. Und, was hat Sie denn da belastet? Naja, eben das, was man dann gelernt hat, als Spießigkeit zu bezeichnen, das waren ja im Wesentlichen Moralvorstellungen. Also die Vorstellung, wie ein Vater seine Familie tyrannisiert damals, was damals ganz normal war. Das Verhältnis von Mann und Frau in der Familie, das sind Dinge, die ein Kind, was ich ja dann damals war, mitbekommen kann und gut oder schlecht findet. Und ich fand das alles ziemlich übel und ziemlich schlimm. Und im Übrigen auch die Vorstellungen von Erziehung, die in dem Zusammenhang dann gepflegt worden sind. Auch die Vorstellungen, was in Schulen mit Kindern gemacht wird. Also all das hat mir eigentlich sehr wenig gefallen und um mal ein Lieblingswort auf mich selbst anzuwenden unserer Zeit, vieles hat mich traumatisiert damals. Gut, dass Sie das schon ansprechen. Dass ich das zurückhaben möchte, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil, ich würde gerne ein paar Jahre zurück, da haben Sie recht, aber nicht in die 50er oder 60er Jahre, sondern in die goldene Zeit. In die 90er? Genau. Ja, also es gab eine goldene Zeit, leider Gottes war ich damals lange Jahre auch arbeitslos, habe es nicht so richtig genießen können, aber es gab eine goldene Zeit, nicht zufällig, zwischen dem Fall der Mauer und 9/11. Das waren ein goldenes, großes Jahrzehnt. Hier? Ja. Ja, in anderen Teilen der Welt wahrscheinlich nicht so. Ja. Was soll ich über die andere Teile der Welt sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie in Afrika, außer mal in Urlaub da in Nordafrika. Ich war noch nie in Asien, außer auf einem Goethe-Institutstrip nach Tokio ein paar Mal. Oder Südamerika. Ich war mit dem Goethe-Institut in Südamerika. Was bedeutet das schon? Ich habe doch keine Ahnung, was da los ist. Also vielleicht unterscheidet mich das auch von anderen Intellektuellen, wenn ich mal ein Selbstlob noch bringen darf. Ich mache kein Urteil über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich habe auch nie ein Urteil gefällt über Corona-Politik. Ich habe nie ein Urteil gefällt über den Ukraine-Krieg, weil ich nicht verstehe, was da passiert. Ich kenne die Hintergründe nicht. Ich kenne auch die Hintergründe von Impftests oder ist das jetzt sicher, ich kann noch nicht mal die Wörter aus RNA, Dingsbums oder weißt du, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Fachmann und ich urteile nicht über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Und deshalb ist so ein Einwand wie, aber wie war es denn in den 90er Jahren in Zentral-Sahara oder sowas? Keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich schlecht. Und heute wahrscheinlich auch schlecht. Ich hätte schon Vorschläge, wie man es besser machen könnte dort. Auch in Südamerika, auch in bestimmten asiatischen Gegenden. Führt den Kapitalismus ein. Lasst die Leute freiheitlich arbeiten. Stürzt die Diktatoren dort. Die sind alle korrupt. Ist mein Eindruck als Laie, der die Tagesschau regelmäßig betrachtet. Also, was denen fehlt, sind die Segnungen des Westens, die ihnen damals übrigens die Kolonialisten in ersten Schritten gebracht haben. Denn dass es in Afrika überhaupt in einigen Staaten so etwas Ähnliches wie Rechtsstaatlichkeit gibt, vorsichtig formuliert, so etwas Ähnliches, ist nichts anderes als eine Konsequenz des Kolonialismus. Die haben das damals reingebracht. Das ist so etwas wie Demokratien. Ich meine, die sind alle korrupt dort unten, aber trotzdem formal so etwas wie Demokratien in einigen afrikanischen Ländern gibt. Ist nichts anderes als eine Konsequenz des Kolonialismus. Und so in vielen, vielen anderen Ecken Südamerika, vielen Ländern Asiens ganz, ganz genauso. Kurzum,
Ich war immer ein Anhänger von Hans Magnus Enzensbergers schöner These, die Eurozentriker, das sind die anderen. Wir sind die Kritiker des Westens. Ja? Aber die Leute, die nichts anderes im Kopf haben als der Westen, der Westen, der Westen, das sind alle anderen. Alle anderen wollen so leben wie wir. Sie sind glücklich, wenn sie ihr iPhone haben. Übrigens, die Verteilung von iPhones in Afrika scheint erheblich hoch zu sein. Auch in Südamerika und in Asien erst recht. Sie wollen die gleichen Lebensgewohnheiten beziehungsweise die Genüsse des Alltagslebens, die wir seit langer Zeit, seit Jahrzehnten haben. Und genau darum geht's eigentlich. Also es geht nicht darum, dass wir weiter im Büßerhemd herumlaufen und uns selbst kasteien, was für schreckliche Dinge wir getan haben, sondern es geht darum zu erkennen, dass es im Grunde nur eine Entwicklungsrichtung geben kann, nämlich dass diese anderen Kulturen aus ihrer eigenen Tradition heraus sich der wunderbaren wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten bemächtigen, die der Westen entwickelt hat. Und dazu gibt es keine Alternative. Wissen Sie, entweder man macht Mathematik oder man macht Voodoo. Aber man kann nicht Voodoo-Mathematik machen. Ja, Sie sprechen auch von Voodoo-Science, also Voodoo-Wissenschaft. Ja. Mhm. Dazu gehört Ihrer Ansicht nach Gender Studies. Saßen Sie schon mal in so einer Vorlesung drin? Haben Sie sich das mal angeguckt? Ich glaube, das könnte ich nicht ertragen. Ich habe was viel Schlimmeres gemacht, weil das kann man als Intellektueller dann mit einer gehörigen Distanz machen. Ich habe die entsprechenden Texte gelesen, vor allem die der Super-Gender-Frau Judith Butler. Und ich kann mich gerade in der Diskussion eigentlich ganz gut äußern und relativ weit vorwagen, weil mich der Hintergrund der Gender-Theorien immer schon interessiert hat. Nicht sie selber, sondern ihr Hintergrund, nämlich der Dekonstruktivismus von Jacques Derrida. Dem habe ich Jahre meines Lebens geopfert. Ich habe übrigens auch im historischen Wörterbuch der Philosophie, damit Sie mal überprüfen können, Faktencheck, ja, ob ich immer nur angebe oder ob das auch stimmt. Nehmen Sie den Artikel Schrift, ja, im historischen Wörterbuch für Philosophie, Schrift bei Derrida, den habe ich geschrieben. Ja, also ich kenne mich da wirklich aus. Und das ist der eigentliche intellektuelle Hintergrund der ganzen Gender-Diskussion. Man kann noch Michel Foucault dazu nehmen, den ich auch wirklich ganz gut kenne. Können Sie diesen Hintergrund einmal vielleicht für uns alle hier zusammenfassen, wo das herkommt? Wo ist der Pudelskern, sagt man doch? Da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Das eine ist der, wenn man so will, inhaltliche Ansatz und das andere ist der erkenntnistheoretische. Der inhaltliche Ansatz ist einigermaßen trivial, nämlich, dass man natürlich eine Gegengeschichte, eine Antihistorie schreibt aus der Perspektive der Unterdrückten. Also, dass man sagt, Geschichte war immer die Geschichte der Sieger, das ist keine Einsicht von heute, das hat man schon vor 200 Jahren gewusst oder vor 300 sogar schon. Und jetzt schreiben wir die Geschichte aus der Perspektive der Unterdrückten. Immer unter der Voraussetzung, das wäre überhaupt möglich, was ich bestreiten würde im Grunde. Aber der viel interessantere Punkt ist der erkenntnistheoretische Ansatzpunkt. Und das ist das, wofür Derrida einsteht, das ist der sogenannte Dekonstruktivismus. Und Dekonstruktion bedeutet im Grunde, dass sie das, was unsere Logik ausmacht, die im Wesentlichen eine Prädikationslogik ist, das heißt, alles Mögliche läuft über das Identifizierende Ist, diese Copula, diese berühmte Copula in den Sätzen, das ist das, X ist Y, dass diese Form von Logik uns im Grunde in eine Art Schnürstiefel gepackt hat, über Jahrtausende hinweg, ja, seit Platon. Oder seit Aristoteles, und dass wir die aufbrechen müssten. Ich habe deshalb eine Definition von Dekonstruktion mal angeboten, die in sich selber, wie soll man sagen, rekursiv ist, nämlich Dekonstruktion ist die Dekonstruktion des Ist. Ja, also es geht darum, Derrida hätte das übrigens bestätigt, denn er hat auch gesagt, Dekonstruktion kann man nicht definieren. Ja, es ist eine Praxis, wenn man so will, alles das, was bisher im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden hat, an die Peripherie zu rücken und die Peripherie ins Zentrum zu bringen.
Das wäre ein Beispiel, das ich da schon genannt habe vorhin, mit Rom ist unwichtig. Wissen Sie, wir müssen mal auf die Lateiner gucken, die also dieser Stamm der Lateiner, was haben die denn eigentlich kulturell in dieser Zeit gemacht? Also Rom, das bisherige Zentrum des Abendlandes, wird an die Peripherie gerückt und das, was bisher scheinbar unwichtig und unbedeutend war, rückt ins Zentrum. Ja, interessanter Gedanke. Es hat, also Derrida war kein Idiot. Foucault war auch kein Idiot. Aber das, was daraus gemacht wurde, ist die reine Idiotie. Denn leider Gottes nimmt sich heute keiner mehr die Zeit, Derrida und Foucault wirklich zu lesen. Was übrigens auch nicht ganz einfach ist. Ja? Und ja, und so kommt es zu diesem Gequatsche. Ein Gequatsche, das sich nicht mehr selber kontrollieren kann und wo man dann nur noch Slogans auswendig lernt, so wie in der Politik auch. Ja? Sie können in der Politik aufsteigen bis zum Bundeskanzler, Sie müssen nur die Slogans der eigenen Partei auswendig lernen und immer wieder geistesgegenwärtig und rhetorisch geschickt sie in 20-Sekunden-Statements unterbringen. Genau das passiert heute auch in den Geisteswissenschaften. Und das ist die wirkliche Katastrophe, Voodoo-Science. Voodoo-Wissenschaft, Voodoo-Science. Ja. Sie sagen, es ist eine interessante intellektuelle Aufgabe vielleicht auch, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, warum ist es denn ausgerechnet in diesem Gender-Bereich, vor allem auch diese Frage des Männlichen und Weiblichen, die so zu einem so großen Schauplatz der Revolte geworden ist. Also warum will man diese binäre Ordnung von mir aus aufbrechen? Also warum ausgerechnet da? Das ist eigentlich eine Frage, die ich am liebsten nicht beantworten würde, weil ich da psychologisieren würde. Und das ist immer unhöflich. Aber ich glaube, dass Ressentiment die Schlüsselrolle spielt. Es ist Hass, Wut, wahrscheinlich auch meistens Hass und Wut auf das eigene Schicksal. Und das spielt mindestens eine so große Rolle wie das, was häufiger mal thematisiert wird, nämlich der Wille zur Macht. Ja, insofern, das wäre doch ein auch schönes Schlusswort von Ricarda Lang, da schließt sich der Kreis. Ja, ich will Macht. Ja, und die alten weißen Männer kommen damit nicht klar, dass ich, Ricarda Lang, jetzt an die Macht will. Ja, das ist legitim. Ja, der Wille zur Macht ist legitim, ist in der ganzen Welt gegenwärtig. Und das spielt sicher auch eine riesengroße Rolle bei bestimmten radikalen Formen des Feminismus. Aber ich glaube, eine noch größere Rolle spielt tatsächlich das Ressentiment. Also so wie Nietzsche oder der Philosoph Max Scheler das analysiert haben. Aber das führt dann in Abgründe und wir können das heute nicht mehr diskutieren. Heute nicht mehr. Ressentiments sind auch oftmals Traumata, die Richtig. Man mit sich rumträgt, das um nochmal da die Brücke zu schlagen. Ich würde sagen, für alle da draußen ein wirklich lesenswertes Buch. Ich habe es tatsächlich von Anfang bis Ende gelesen. Das ehrt mich, danke. Ja, vielen Dank, Herr Bolz, für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.